Jawohl, da sind wir wieder. Ja, und wenn du denkst, die ist immer gleich angelegt, die hat immer das gleiche an, die sieht immer gleich aus, dann ja, vielleicht hast du recht, vielleicht mache ich ja das in Vorbereitung. Es ist ja nicht live, aber ich verspreche dir, aber ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich so Sachen live machen kann. Und alles braucht eben Training, das habe ich dir ja gestern erzählt. Es braucht eine Trainingsplattform, damit man sich auch davon trauen kann. Und das ist meine Trainingsplattform und ich habe mein Hilfsmittel, der Law of Attraction, weil es geht immer um das, was du aussendest und das, was du anziehst. Auf jede Aktion gibt es eine Reaktion und auf jede Reaktion machst du wieder eine Aktion. Und das ist genau das, was uns eben im Leben auch weiterbringt, falls du weiter willst. Aber das will ja nicht jeder. Es will ja nicht jeder vor der Kamera stehen. Und weißt du was? Unter uns gesagt, ich bin froh, wenn nicht jeder vor der Kamera will. Gibt es ein bisschen mehr Plattform für mich? Also, ich ziehe Karten. Gell? Hier, meine Karten. Der Link ist unten dran. Oder weißt du was? Noch besser, du kannst mich auch finden auf YouTube. Live Solution oder so. Auch du findest mich schon. Und sonst tue ich den Link unten dran. Dann kannst du dann auch auf YouTube schauen, wenn dir das lieber ist. Weil wir sind ja so viel auf YouTube unterwegs. Kannst mich dort abonnieren und dann kommst du automatisch zum Post und kannst den schauen vor allen anderen, weil dort im YouTube ist er eher drin als hier auf Facebook. So, jetzt habe ich Freude, weil Stefanie sagt mir gerade, dass ihr mein neues Foto gefällt, das ich heute auf Instagram gepostet habe. Danke vielmals, Stefanie, da freue ich mich natürlich. Und die Karte, die ich gezogen habe für heute, ist... Ach, die haben wir doch schon gehabt. Das universelle Gesetz der Anziehung, Definition. Definition von Anziehung, ich habe es vorhin schon gesagt. Eben, jede Aktion erfordert eine Reaktion und jede Reaktion erfordert wiederum eine Aktion. So wie oben, so unten, so wie rechts und links. Im Ausgleich müssen wir sein. Und sie sagt uns, das Gesetz der Anziehung besagt, die Essenz dessen, was sich gleicht, zieht sich an. Und auch wenn das eine recht einfache Und wenn das eine recht einfache Aussage zu sein scheint, definiert sie doch das machtvollste Gesetz im Universum. Das Gesetz, das zu allen Zeiten auf alle Dinge einwirkt. Wenn nichts existiert, worauf dieses machtvolle Gesetz nicht einwirkt. Definition von Anziehung ist, dass du zuerst einen Gedanken aussendest. Und dann bringt er das Leben, was du ausgesendet hast. Machst du dich erinnern? Ich habe es, glaube ich, erklärt mit der Bestellung vom Pullover beim Achermann oder wo auch immer. Wenn du das nicht richtig ausfüllst oder wenn du ungeduldig wirst bei diesen Sachen. Fährst du an zu zweifeln? Ich gebe dir einen guten Tipp. Zweifel sollte in Zukunft eigentlich nur noch mit Paprika in Form von Herdöpfen in deinem Leben sein. Hör auf zu zweifeln. Du bist genau richtig und genau gut, so wie du bist. Auch das ist ein Punkt, eine Definition von der Anziehung. Wird dir bewusst, wer du bist, wie du bist, was du bist und vor allem mach dir ein Bild, was du hin willst. Weil genau um das geht es nämlich in jeder Beziehung. Sowohl in der Beziehungskiste, mit der Partnerschaft, in Beziehungen mit anderen Menschen, in Beziehung mit der Arbeit, mit deiner Gesundheit, in der Beziehung im sozialen Bereich. Alles das ist, alles was du hast jetzt, hast du in dein Leben eingeladen, hast du in dein Leben gezogen. Also, wenn du nicht zufrieden bist, wenn du zufrieden bist, umso besser, hast du alles perfekt und gut gemacht, oder? Und wenn du nicht zufrieden bist, darfst du einfach wirklich mal ganz genau anschauen. Und natürlich, wie man das macht, ich habe schon eine Ahnung,
Gell? Ich bin Life Coach, Persönlichkeits- und Life Coach. Ich bin Mental Coach. Ich habe auch Heilen durch Gedankenkraft Ausbildung gemacht und noch viel, viel, viel mehr. Also das, was hier oben drinnen ist, ist nicht nur hier oben drinnen, sondern habe ich auch mit meinem Herz verinnerlicht und ist auch ein Bestandteil von meinem Wissen. Und das schönste Kompliment, das ich diesbezüglich mal bekommen habe, war, du bist wie ein Brunnen der Weisheit. So, Eigenlob stinkt, denkst du jetzt vielleicht. Und ich sage dir, wenn du das denkst, Eigenlob stinkt, dann darfst du genau dort schauen. Dann darfst du genau das mal herziehen, um zu schauen, stimmt das überhaupt? Stimmt das? Dass wenn ich mich selber lobe, das ist stinken? Überhaupt nicht. Wenn du dich selber lobst, dann hast du für dich selber ein gutes Gefühl geschaffen, weil dann weißt du nämlich, wer du bist und was du gemacht hast. Ob das anderen gefällt oder nicht. Sorry. Am Arsch vorbei führt auch ein Weg. Es kann dir gestohlen bleiben, weil du bist einzigartig. Du bist grossartig und du bist gut. Und es wird Zeit, dass du genau diese Sachen in dein Leben holst. Das Bewusstsein über das bekommst, wo du eigentlich bist. Und was du kannst. Du bist einzigartig in dem Talent, das du hast. Und sich über das bewusst werden. Und dann auch mal nett und lieb über das jemandem erzählen, stinkt absolut nicht. Das machen alle. Das machen alle. Und noch eins, wenn du in der Lage bist, dir die Anerkennung auch selber zu geben, dann musst du es auch gar nicht erzählen. Dann ist es nämlich unwichtig, weil du weißt genau, wer du bist. Und du stehst mit dem, was du gemacht hast, in Harmonie und in direkter Verbindung. Und aus dem Herz heraus kann jeder spüren, dass das, was du machst und was du sagst und was du dir holst, genau richtig ist. Für dich in dem Moment, wo es ist. Und jetzt? Kannst du darüber denken, was du willst? Mir ist es egal, weil ich weiss, wer ich bin. Und ich freue mich darauf, wenn mir du einen Bericht unter ihnen schreibst und sagst, wer was du bist. Vielleicht, ja, wir könnten das wieder einmal so machen. Schreib doch mal an, von wo kennst du mich? Und ob du vielleicht schon eine Erkenntnis gehabt hast über irgendetwas, was ich jemals gesagt habe, das dir weitergeholfen hat. Im Bereich des Bewusstwerden darüber, wer du bist. Bye! Ich kann nicht einmal abstellen, siehst du? Nicht einmal das geht! Technik, die begeistert. Schönen Tag, ciao! Ich probiere es nochmal. Bye, bye!